Hallo, schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit dem Chaos-Boss, bei dem einiges passiert. Durch den Sumpf habe ich mich durchgekämpft und ja, bin an einen Boss gestoßen, der sehr chaotisch wirkt. Beziehungsweise der Bosskampf ist super chaotisch. Total wild. Ja. Aber ich feier's. Ich feier's hart. Diesen Bosskampf feier ich echt übel. Das ist richtig. Das ist mal was ganz anderes. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nein. Ach, ich wollte mich doch nur an der Nase kratzen. Könnt ihr mich lassen, bitte? Es hört sich an, als wäre ein Pferd hinter mir her. Hallöchen. Autsch. So, jetzt haben wir gesagt, nein, stopp, 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 stopp. Ich habe gesagt, ja, ist gut. Aua, oh, fuck. Mein Gott, ich habe eine Nacht geschlafen, aber deswegen müsst ihr mich doch nicht so hart verprügeln jetzt. So, genau, das wollte ich machen, den killen, damit ich jetzt mal. Nein, ich bin zu spät dran. Damit ich ihm jetzt helfen kann. Nein, nein. Wie anvisieren hat wieder nicht richtig funktioniert. Oh, das war stark. Ja, ich habe gesoffen, tut mir leid. Ah, fuck. Okay, wenn ich am Anfang nicht so hart verprügelt worden wäre, dann hätte es vielleicht funktioniert. Aber ich habe mich ein bisschen verprügeln lassen. Oh Mann. Dieses Chaos bei dem Bosskampf. Ah, großartig. Das ist wirklich nach allem, was ich bisher gesehen habe. Einfach geil. Nach allen Bossen und allem, was ich bisher erleben durfte, ist das einfach richtig cool. Bin gespannt, was hier in dem Spiel noch so kommt, ey. Ist er eigentlich einer der Flammenfuzzis? Feuerschrein-Typen, weil der im Intro vorkam. Ich habe mir das Intro übrigens dann im Nachhinein nochmal angeguckt, weil ich. Aschefürsten, genau. Oh, das war eng. Weil ich überhaupt nicht mehr sicher war über diese Szene. So, wir haben den anderen jetzt schon. Das ist also ein zeitabhängiges Event, dass der kommt. Du bist es nicht. Nein, okay, die Lags sind nicht weg. Ich habe versucht, mich drum zu kümmern. Wobei, es war jetzt diesmal nur ein kurzer Lag. Gut.
Nee, okay, jetzt kam der zweite Leck hinterher. Und da noch einer, okay. Ja, nice. Jetzt war das nur die erste Phase, oder wie? Hier kommt eine Cutscene. Nee. Nee. Scheiße, nein. Oh, und sein Schwert brennt. Sein Schwert brennt. Es ist kein gutes Zeichen. Fuck. Uff, uff, uff. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich ihn immer noch staggern kann. Meine Fresse. Aua, 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 warte. Boah, okay. Da geht noch mal ein bisschen mehr. Ich habe mich schon gewundert. Es war zu leicht. Ey, Leute. Und ich habe ein Problem. Ich habe ja ein Riesenproblem. Ich habe mal geguckt. Ich dachte so, ja, From Software ist halt so Dark Souls und Bloodborne und so ein Zeug, ne? Alter, habt ihr mal geguckt, wie viele Spiele die gemacht haben? Und wie lange es die schon gibt? Das wusste ich gar nicht. Ich habe Demon's Souls und so. Aber da gibt es noch viel mehr. Und Spiele, die man wahrscheinlich emulieren müsste. Alle Armored Core Teile, genau, die auch noch. Ja, und Armored Core wollte ich auf jeden Fall irgendwann mal noch spielen. Also das passt schon, Armored Core passt da rein. Aber der neueste Teil halt, ich dachte, das wäre so ein einzelstehendes Ding. Aber es gibt halt einfach fünf. Es gibt fünf Armored Core Teile oder vier? Sechs. Ja, sechs. Und ich war so, ja, alles easy. Den anderen bitte. Okay, keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich habe den Falschen erwischt. Und da ist der Nächste schon am Aufstehen. Verdammte Axt. Boah. Sind die sieben Souls-Likes. Ja, aber Armored Core ist doch auch, ist das nicht auch so ein Souls-like? Also zumindest den Stil so ein bisschen? Na, ja, es ist nicht mit Rumrennen und Ausweichen, aber so vom, man sammelt. Ja, ich denke schon, dass es schon irgendwie halbwegs klar ist, dass es um die Souls-likes geht. Oder um die Soulspawn-Spiele.
ein paar Spielelemente übernommen, aber es ist unterschiedlich. Ja, okay. Ich werde trotz... Ach, Bazi. Ich werde trotzdem versuchen, weil das sind ja teilweise recht kurze Spiele. Ich werde die da schon versuchen mit einzuschieben. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, die mit einzuschieben. Ich muss gucken, was ich davon irgendwie zum Laufen bringen kann auf dem PC. Ey. Jetzt war der erste Durchlauf so easy und jetzt struggle ich so hart. Die uralten Kingsfield-Spiele aus den 90ern. Naja, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, aber es muss ja schon irgendwie... Ich muss nicht alle From Software-Spiele spielen, sondern die Spiele, in denen es einen Boss gibt. So einen richtigen Bosskampf. So, das würde ich schon als Kriterium dann rausnehmen. Ich bin mir eh noch überhaupt nicht sicher und da gerne auch diejenigen, die hier in die Kommentare, die auf YouTube unterwegs sind, gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ich denn Elden Ring machen soll. Vor allem für YouTube. Also klar, auf Twitch wird einfach alles durchgeballert. Aber wie soll ich das für YouTube machen? Ich kann keine 150 Spielstunden oder wie lange ich auch immer brauchen werde. Einfach so auf YouTube ballern, das... Puh. Das guckt doch keiner an. Fucking hell. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Noch keinen Rhythmus bei ihm hier. Noch keinen Rhythmus. Und dann haut er mir jedes Mal auf die Fresse, wenn ich saufen will. Hör halt auf! Ja, Moment. Das ist jetzt uncool hier. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe schon meine gesamte Heilung versoffen. Das wird schwieriger, als ich dachte. Jeder Boss, der eine Cutscene hat. 165 Bosse. 165. Holy shit. Okay, das ist krass. Leute, ey. Leute. Ah, okay. Mehrfach in verschiedenen Variationen vorhanden. Okay, Ja, okay. Da vielleicht einfach noch mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen differenzieren dann. So, der andere Kollege steht gerade auf.
Ach komm. Ach, er schleudert natürlich seine... Mist. Ja, ich habe viel zu viel saufen müssen in der ersten Phase. Okay. Oh, weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit... In DS3 auch so. Bosse mit Cutscene, okay. Ja, gut, also. Also Dark Souls 3, da sehe ich jetzt. Da würde ich auch schon auch den anderen ein oder anderen Gegner mitnehmen, den man jetzt vielleicht nicht zu 100% als Boss sieht. Einfach damit ich das Spiel auch ganz gesehen habe dann irgendwann. Jetzt will ich aber erstmal einfach mal erstmal durchspielen. Und dann kommen wir noch dazu. So, ich bin gerade am Überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, hier bei dem Boss vielleicht irgendwie gleich die zweite Phase zu triggern, ohne dass ich da ewig rummachen muss. Das wäre geil. Und jetzt gucke ich mich gerade hier so ein bisschen um. Es gibt so ein paar Gegenstände. Ich weiß ja zum Beispiel aus Dark Souls 2. Das wurde allerdings auch gebackseat-gamed in den Kommentaren, in den YouTube-Kommentaren, dass es einen Ring gab, zum Beispiel. Lol. Hier ist ein Leuchtfeuer. Was ist das denn? Finally. Was geht hier unten? Gucke ich mich da nochmal kurz um? Ja, komm, ich gucke mich da mal kurz um. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das in manchen Situationen echt schwierig ist, da nichts zu sagen, gerade wenn man so knapp an sowas vorbeiläuft. Warum? Ha. Den habe ich von der anderen Seite schon gesehen. Kannst du bitte auf Zehenspitzen gehen? Ich will den nicht aufwecken. Können wir... Große Zauberwaffe. Ich habe noch keinen Zauberslot, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, da ist der Schwarze Ritter. Was bist denn du überhaupt? Bist du so einer wie der Typ, der mir das Eisschwert gegeben hat? Wahrscheinlich, ne? Oh, ich dachte, er wacht nicht auf. Oh. Ja. Okay. Passt. Ich wollte dich nicht wecken. Tut mir leid. Oh Gott, er rollt. Nicht genug Zauberei-Slots. Ja, so große Zauberwaffe oder so könnte, glaube ich, schon nützlich sein. Wie kriege ich denn Zauberei-Slots? Das ist der Eid.
Und das sind Ringe. Wahrscheinlich irgendwie durch Intelligenz oder sowas. Oder Wille. Oh, hi. Okay, wenn der mich zwischendurch mal geprügelt hätte, wär's eng geworden. Ah ja, okay, hier bin ich hier. Oh, ihr kämpft gegen die. Ha. Huh. Ha. Huh. Okay. Was geht da drüben noch? Da geht, glaube ich, nichts mehr. Wo geht ihr hin? Dreht ihr wieder um? Oder seid ihr jetzt da oben cool? Okay, die sind wohl da oben cool. Schwierig. Also ich meine, so schwer ist ja jetzt die erste Phase auch nicht, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das unschaffbar wäre. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren in der ersten Phase, weil sobald die zu zweit sind, ist es ein bisschen mies. Vollnis Grußbär. Achso, ich hab die, schlepp hier die ganze Zeit dieses Zeug mit, das ich sowieso nicht benutzen kann. Nehme ich mal das mit rein. Und das müsste ich ja benutzen können, oder? Nee, auch nicht. Okay, wahrscheinlich hat die Waffe bereits einen Effekt und deswegen geht's nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. Alter, ja, hör halt mal auf. Ach. Ich versuche irgendwie noch einen Winkel und einen Moment zu finden, dass ich ihn backstabben kann. Aber den scheint mir das Spiel nicht zu geben. Ja, das wäre so ein Moment, ne, wenn er... Wenn er mit dem Dolch zuschlägt und dann in diesem geblockt Modus ist. Ich glaube auch, dass man den parieren kann. Dadurch, dass ich ihn von hinten so kritisch treffen kann, vermute ich stark, dass man den auch parieren kann. Aber so einen Riesenunterschied macht das Leuchtfeuer jetzt auch nicht. Ich muss halt durch anderthalb Gegnerreihen weniger laufen, aber ansonsten... Das ist gut, wenn er das macht.
Ja, kloppt ihr euch beide mal. Das ist super. Das ist perfekt. Hey! Okay, sie sind beide gestorben. Geil. Oh Mann. Okay, das war jetzt eine easy. Kann ich das hier beschleunigen? Ja. Das war eine leichte erste Phase. Ah, was? Er konnte dem... Ich hatte... Also, die Animation war getroffen. Alter. Alter. Junge, Junge. Ja, okay. Er kann mich im Liegen treffen. Scheiße. Ha. Okay. Also ich hätte nie gedacht, dass ich Dark Souls 1 mal als ein leichtes Spiel bezeichnen würde. Das ist ja der Hammer, ey. Oh Mann. Also ohne DLCs. Ach, und ihr beide könnt euch jetzt nicht gegenseitig treffen, oder was? Seltsam. Seltsam, seltsam. Ah ja, okay, das passt. Scheiße. Nee, nicht in meine Richtung drehen, bitte. Nicht einklemmen. Hab ich nicht so gern. Einfach reinhalten. Einfach reinhalten. Irgendeinen werde ich schon treffen. Ich habe schon viel zu viel saufen müssen. Nein, da steht der Nächste auf. Dass er manchmal gestaggert wird und manchmal nicht, ist ein bisschen ärgerlich. Will der mich? Der will mich. Könnt ihr euch bitte untereinander prügeln? Das wäre super. Oder ihr beide. Ja, ist auch gut. Ey, ich habe jetzt schon keine Heiltränke mehr. Das ist schon durch. Grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Ja, ist halt schon verloren. Ich habe keinen Heiltrank. No healing. Hm. Da da steht, dass er ein Abgrundwächter ist, wird er keiner der Aschefürsten sein. Weil er bewacht ja wohl anscheinend irgendwas. Und wenn er abgestempelt wurde, irgendwas zu bewachen,
Danke. Dann denke ich nicht, dass er ein Fürst ist. Wäre seltsam. Ja, Pferde sind wieder hinter mir her. Können wir uns auf ein Unentschieden eigen... Ja, okay, nee. Und sie prügeln sich einfach weiter. Oh Mann, ey. Oh. Ich glaube, ich bin bei der ersten Phase nicht schlecht dabei. Ich biete manchmal einen unentschiedenen Schach an, wenn ich denke, ich verliere. Hashtag ehrenlos. Was ist das denn jetzt hier für ein Front? Oh Mann, ey. Ey, der kriegt schon aufs Maul. Ich wollte nur eine kurze Pause. Kennt ihr das nicht? Wenn man sich auf dem Schulhof prügelt, dann kann man auch eine Pause verlangen. Und ohne treten. Komm, spring auf mich drauf. Das ist der beste Move. Da kann ich dich richtig hart absnackern. Aua. Ah, die Waffe hat schon Feuer an sich. Stimmt, da war ja was. Ich habe die ja zur Feuerwaffe gemacht. Können wir... Warte kurz, bitte. Könnt ihr euch... Jawohl, perfekt. Das ist gut. Das mag ich. Ey! Nee, jetzt hat der Falsche gewonnen, oder was? Der Falsche hat gewonnen. Aber der hat null Leben verloren durch den Kampf mit dem anderen Kleinen. Ja, das ist halt schon durch. Hey, ich will deinen Kelch. Was bewacht er eigentlich? Wächter des Abgrunds. Den Kelch? Vielleicht kann ich mit dem Kelch... Nee, kann ich doch nicht die zweite Phase instant triggern, oder? Niemals. Also ich könnte mich ja selber noch ein bisschen anzünden. Einfach für mehr Leben, was auch total widersprüchlich ist, aber hey. Das mag ich am liebsten, wenn er den zuerst macht. Ja, ich hab dich schon gehört da hinter mir. Angaloppieren. Kann mal der Nächste aufstehen, bitte? Und die Aggro von dem hier nehmen. Das wäre super. Oh nein. Nicht jetzt laggen. Ey, ich hab's echt probiert, die Lags in den Griff zu bekommen. Fuck.
Ich verstehe auch nicht, warum er manchmal gestaggert wird und manchmal nicht durch den Hit. Seltsam. Seltsam, seltsam. Ah, ich hab's letzte Mal nicht geguckt. Ja, mache ich gleich nach der Aufnahme an. Und dann müsst ihr mich zwischen den Aufnahmen einmal vielleicht dran erinnern. Warum habe ich die Seele des Seele des fluchverdorbenen Großholzes? Okay. Warum habe ich... Ich dachte, ich hätte mir einen Ring gemacht. Ach nein, das war Wort. Aus Worts Gedöns. Ja, ich hätte ein paar Seelen. Ich könnte ein bisschen leveln, ne? Die habe ich noch in keinem Souls für irgendwas anderes benötigt, außer fürs Leveln. Und die Seele des fluchverdorbenen Großholzes... Die war... Was hat konnte ich damit nochmal machen? Mal kurz nachforschen. Lol, hier ist einfach random irgendein Tussi das letzte Mal gewesen. Mit der konnte ich anquatschen. Die hat gesagt, verpiss dich. Und jetzt ist sie wieder weg. Okay. Ach. Muss ich eigentlich hier hoch oder kann ich auch von hier unten mit dir reden? Hallo? Nee? Okay, ich muss hoch. Ach, da steht was drauf, lol. Ihr kommt gerade recht, echt? Was ist denn? Ja, bin ich wurdig. So. Jetzt kann ich hier draus Arstors Speer machen. Stärke und Geschicklichkeit. Oder Hüllenschlechter Großschwert. Stärke und Geschicklichkeit. Also ich muss eh ein bisschen Geschicklichkeit. Also ich versuche jetzt erstmal, ob ich mit meinen Seelen auf 18 Geschicklichkeit komme. Wird eng, glaube ich. Ich glaube, das wird eng. Ja, das wird auf jeden Fall eng. Das war jetzt die größte Seele, die ich hatte. Wieso konnte ich jetzt nicht sagen, benutzt bitte alle? Ah. Welcome home, speak then. Very well. Wie viel brauche ich denn überhaupt für eine Stufe? Ich glaube, ich brauche schon so viel, dass ich das... Dass sich das nicht lohnt. Ja, guck mal, ich brauche 5200 für einen Aufstieg und ich komme auf 13 jetzt. Boah. Also, das war's. Ja, ja. Ist okay. Vor allem, das sind ja. Wenn ich hier 6 Stück von benutze, wie viel kriege ich? 2400. Boah. Lohnt sich nicht so richtig. Aber ich habe ja auch noch das andere, ne? Ich könnte ja... Mit dem hier könnte ich es probieren. Dafür brauche ich 14. Und ich habe auch ein anderes Großschwert. Nein. Ja, komm, scheiß auf die Waffe von dem. Gibt auch nur 3000. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the dark hick neck.
Aber ich komme jetzt zumindest auf die 14. Und kann jetzt mal schauen, was kann das Schwert überhaupt? Gegenstand, Info, Fertigkeit, Haltung. Während Haltung angenommen, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen. Und dann einen schweren, um einen Ausfallschritt nach vorne, einen Hieb nach oben auszuführen. Was? Okay. Ich meine, kritisch. Zusätzliche Effekte. Die würde ich mir gerne anschauen. Hilfe. Erklärung. Stärke des Kälteeffekts. Je höher der Wert, desto schneller erleidet das Ziel Erfrierungen. Dann wird er langsamer, oder? Aber 124 gegen 200... Ich weiß nicht, ob Feuer, ob das 1 zu 1 zählt, ist halt die Frage, ne? Das ist eine Streitaxt plus 2, eine feurige. Ich glaube, das ist nicht mehr so geil. Ich werde mal dieses Schwert probieren. Ich habe ja auch hier noch ein paar andere Sachen. So eine Sense zum Beispiel. Die hat auf jeden Fall Reichweite und so. Alles schwierig. Ich werde es mal mit dem Schwert probieren, aber dafür muss ich es leveln. Guck mal, was André sagt. Zumindest ein bisschen leveln. Kannst du das? Ja, kannst du. Zumindest um 1. Dann tue ich das auch. Pretty, be careful. Let's go. So, probier ich's mal mit einer anderen Waffe. Mal schauen, was... Schauen wir mal, wie es läuft. Aber jetzt ist mir noch was gerade... Ist mir gerade noch was eingefallen. Ist dieser Effekt, den das Schwert macht, wenn ich den zweihändig nehme? Ah! So funktioniert das. Okay. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich... Oh, das hat aber Mana gekostet. Okay, verstehe. Das ist natürlich... Ob mir das was gegen den bringt? Eher nicht. Aber ich schau mal, was die Kälte macht mit ihm. Dann brauche ich Mana für solche Waffenfähigkeiten. Das ist aber geil irgendwie, ne? Dass man das auch noch da so ein bisschen benutzen kann. Er wird halt jetzt gar nicht mehr gestaggert, ne? Aua! Ja, den anderen habe ich schon gehört hinter mir. Scheiße. Oh, die macht halt echt wenig Schaden, die Waffe. Nee, das sehe ich nicht. Aber das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich finde es mega cool, diese Fähigkeit. Das heißt, wenn ich Gegnern gegenüberstehe, die irgendwie blöd mit einem Schild dastehen, dass ich nicht, mit dem ich Schwierigkeiten habe,
Dann werde ich das im Hinterkopf behalten, dass ich dann die Waffe wechsle und die nehme. Dieses Schwert nehme, um das Schild zu durchbrechen und dann einen schweren Schlag machen. Und dann hat sich's hoffentlich erledigt dann. Falls mir so ein Gegner mal gegenübersteht. Ja, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, ob ich mir eine Taktik aneignen kann, die den Kollegen hier... Ja, dass das nicht staggert, ist ein bisschen ärgerlich. Oh, Alter. Weil hier staggert's jetzt. Ah! Ah! Von zwei Seiten. Das ist gemein. Boah, Alter. Also ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren. Alter, ich darf auch nicht zwischen die laufen, ne? Fuck. Ist halt schon wieder verloren. Es ist halt schon wieder verloren. Heiliger Strohsack. Boah. Mit was kann ich euch denn so bewerfen? Was habe ich hier denn so? Eine dicke Bombe. Nehme ich. Muss ja nur über die erste Phase. Ich muss erstmal in die zweite Phase kommen irgendwie. Was ist das hier? Die Dunkelschaden-Minderung. Dunkelschaden. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was der für Schaden macht, ne? Nee, nicht rein. Ich will das so eins will ich einfach benutzen. Naja, das ist schon ein gutes Stück mehr Leben, das man da hat. Es gibt in diesem Spiel doch 100 Pro einen Gegenstand, der es verhindert, dass Untote aufstehen oder irgendwie so ein Zeug. Irgendwie sowas gibt's. Es würde mich wundern, wenn nicht. Nein, aua, stopp jetzt. Oh, das war eine Bombe. Ich wollte eigentlich heilen. Entschuldigung. Wow. Jungs, nee. Ah, du hast deinen Kumpel schon wieder besiegt, oder was? Auch ich dachte, ich habe einen Moment Ruhe für euch. Du Arsch. Geige. Ah, Mist. Das war jetzt schlecht. Saudumm. Nein, nicht jetzt laggen. Ganz ungeschickt. Ganz ungeschickt. Können wir
Können wir das bitte nicht? Ich kann halt alles wegsaufen fast, ne? Ob das Feuerschwert wohl Dunkelschaden verursacht? Ja, das... Weiß nicht, vielleicht Lichtschaden. Aua! Ey, fuck off. Du kleiner Bastard. Ich hab zu wenig Ausdauer für so viele Blocks. Boah, und dann wird... Okay, die Reichweite erhöht sich auch mit jedem Schlag immer ein bisschen mehr. Ha. Okay, aber die erste Phase, ja, ich muss nur konzentriert sein. Mich nicht verwirren lassen von diesen ganzen, von diesen drei Gegnern, die da... Es sind ja, vor allem ist der eine so halb für mich. Ach Leute, nee. Ah, und die Menschlichkeit hat schon geholfen auch gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Da am Anfang so viel Leben zu haben, ist schon cool. Vor allem ist es echt viel Leben, das man da hat. Mist, zu langsam. Oh, Alter. Aus dem Weg, aus dem Weg! Oh Gott! Oh nein, da ist noch einer. Ich greife Hilfe! Hilfe, was passiert hier? Ich kann nicht, ich sehe nichts, ich weiß nicht, was hier los ist. Oh Gott! Oh Mann, ey! Das ist jetzt der vierte Boss. Der vierte Boss in diesem Spiel. Uff. Ach komm. Muss ich den echt killen, wenn ich da vorbeilaufe? Habe ich eigentlich kein Material, um ein bisschen mein Flakon nicht nur... Ey! Unhöflich! Okay. Okay.
Okay. Kein Stagger für den Tassilo. Kein zweimal Saufen für den Tassilo, obwohl ich zweimal gedrückt habe. Jawohl. Hallo, wo bleibt denn das zweite Saufen? Der kann doch normal zweimal hintereinander saufen. Jetzt habe ich Heiltränke verschwendet, weil ich... Ach komm. Restart. Neustart. Ich finde meine Rüstung eigentlich ganz nett, aber es gibt bestimmt etwas, das mehr Feuerresistenz hat, oder? Für die zweite Phase. Nö, tatsächlich nicht. Ich habe schon echt gute Feuerresistenz und eine scheiß Zauberrobe. Zaubererrobe will ich auch nicht anziehen. Und die hat ja gar keine Rüstung mehr. Und von der... Vom Gewicht her, ich... Gibt's noch eine leichtere Rolle als das? Oh, wait. Ja, gibt's. Aber ich fand die schon okay. Er hat eine Hose an. Ich fand die okay. Ja, die ist nicht so wild, die Rolle. Die ist absolut in Ordnung. Ganz schwer am Überlegen gerade, ob ich unfähig bin oder was hier los ist. Und dass da kein Stagger durchging. Ah, und das ist irgendwie seine Abwehrhaltung, glaube ich, an der Stelle. Ey, stopp. Wie sie zu zweit auf mich einprügeln. So, den jetzt. Okay. Irgendwie komme ich in die zweite Phase, aber... Scheiße. Wie schnell er ausholt auch, ne? Shit. Kein Moment zum Saufen. Jetzt habe ich einen. Und ich habe nur noch einen Heiltrank. Und danach teste ich natürlich. Ich drücke zweimal... Dann auf einmal funktioniert's. Auf einmal funktioniert's, dass er zweimal saufen würde. Im beschissensten Moment. Und dann... nix drin. Oh, Mann. Wenn das Parieren mit dem Schild irgendwie konsistent wäre, das wäre auch geil. Dann würde ich probieren, ihn zu parieren. Aber es ist leider... Vielleicht habe ich das falsche Schild dafür.
Okay. Ja, ist gut. Ja, wir warten mal auf den dritten Kumpel. Ich mache ihm halt auch echt genug Schaden. Ich könnte noch ein anderes Schild probieren. Dieses hier. Stärke E. Aber, ah doch, das ist ein kleiner Schild. Schlag. Der hat auch einen Schlag. Kleiner Lederschild. Hat das irgendwas Besonderes? Fertigkeit parieren. Wer hat den Angriff zum richtigen Zeitpunkt ab und kontert den kritischen Treffer, wirkt unabhängig von der Schildkante. Und das hat auch den gleichen Effekt. Ah, das zeigt auch das Symbol unten an. Aha, er pariert aber ein bisschen anders. Schneller. Ich probiere es mal. Die Pferde wieder hinter mir her. Nee. Habe ich jetzt gerade nicht gefühlt. Nee, gegen den Dolch definitiv auch nicht. Ich habe wieder zweimal gedrückt, wollte er nicht. Ey, es reicht dann auch mal irgendwann mit deiner Ausweich. Ey, jetzt killt mich der kleine Pisskopf. Der ohne Bossbalken. Der ohne Bossbalken killt mich. Weil er genau im richtigen Moment immer ausweicht, die Pappnase. Also den kleinen Schild habe ich jetzt nicht gefühlt. Ich probiere es jetzt nochmal, ob ich mit dem vielleicht da eine Parade hinbekommen, aber weil das war wirklich gut. Ich will parieren probieren. Nee, fühle ich nicht bei dem. Geht, glaube ich, nicht. Geht, glaube ich, nicht. Zumindest könnte auch ein zu kleines Schild sein oder so. Keine Ahnung. Aber wenn ich nicht parieren kann, dann könnte ich auch eines dieser Schilde hier nehmen.
Das ist besser. Und mit dem kann ich nämlich einfach meine Axt stärken. Relativ easy, ohne das Schild wechseln zu müssen. Ohne also auf zweihändig, einhändig wechseln zu müssen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Wenn ich konstant in die zweite Phase komme, dann werde ich nochmal Menschlichkeit verwenden. Aber momentan ist es einfach zu inkonsistent. Alles. Ich muss den ersten Doppelgänger einfach... Den muss ich klatschen. Ah ja, guck mal. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ja, komm mal her, genau. Das passt. Komm mal her. Ey, nee, was ist das denn jetzt? Und welchen habe ich jetzt getroffen? Hallo, ich habe zweimal gedrückt. Dämliches Spiel. Können wir ganz kurz chillen? So, du bist... Was passiert jetzt hier? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was hier gerade passiert ist. Nichts mehr mitgekriegt. Gegen die Kleinen. Och man, ich muss den ersten Kleinen, der aufsteht, muss ich sofort angreifen. Sofort. Ansonsten ist das das absolute Chaos, in dem ich nicht mehr zurechtkomme. Und ich find's übrigens gar nicht mehr so geil. Nachdem ich festgestellt habe, dass der eine zweite Phase hat, fand ich es dann nicht mehr so witzig. Stopp! Nein! Aufhören! Nein! Hör auf, mich zu verprügeln, bitte! Mami! Ach Gott, ey. So, wo ist der Kleine? Ach, vergiss alles. Oh Mann. Irre ich mich, oder ist das derselbe Gegner, den ich gestern... den ich gesehen habe, als ich vor einer Stunde hier erstmal reingeschaut habe und dann weggetappt habe. Drasko, hast du schon mal Dark Souls gespielt? Also am schlimmsten Gegner, den ich bisher hatte, hing ich 8 Stunden. Ich glaube, es waren 8 Stunden und dann habe ich aufgegeben. Ich habe ihn noch nicht besiegt gehabt. Und der steht auch noch in der Liste. Aber an die Leute auf YouTube. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.